Peter Masks! Augenblick, das hatte sie vorhin noch nicht auf dem Rücken. Irgendwas stimmt hier nicht. Noch eine harmlose PJ Masks Actionfigur. Romeo, Governor Gecko, was hast du mit mir gemacht? Super Gecko Monster! Spar dir die Kraft, Eidechsenjunge. Lass mich runter! Oh, wir werden dich runterlassen. Gleich neben deinen kleinen Kumpel. Cowboy! Oh, ich kann mich kaum bewegen. Ich weiß, wir sitzen fest. Das macht so richtig Spaß. Komm schon, Roboter. Jetzt fehlt uns nur noch der letzte PJ-Winzling. Wir müssen Eulette warnen und Romeo davon abhalten, sie in eine Actionfigur zu verwandeln. Ja, aber... Wie? Oh, ich habe überall gesucht. Wo könnte sie sein? Sieh nur, was ich gefunden habe. So eine blöde Funkelblitzfigur. Nun, ich will sie nicht. Ich leg sie einfach in den Müll. Romeo, ich wusste, jemand hat sie gestohlen. Pass auf, das ist eine Falle! Was war das? Na, sieh einer an. Wenn das nicht die letzte der PJ Masks ist, suchst du vielleicht irgendwen? Oder sollte ich sagen, irgendwas? Das ist meine Funkelblitz. Gib sie zurück. Oh. Aber natürlich. Sie gehört ganz allein dir. Eulette, sei vorsichtig. Es ist eine Falle. Gecko? Catboy? Seid ihr das? Funkelblitz ist so programmiert, dass sie mich wie uns in eine Actionfigur verwandeln soll. Funkelblitz, Kick und zack. Romeo, dieses Mal bist du zu weit gegangen. Ich weiß. Ist das nicht toll? Lass dich nicht von ihr scannen, Eulette. Seht ihr? Also, für mich klingt das heldenhaft. Pfote drauf für gute Taten. Autschi, autschi. Jetzt ich. Hier oben. Oder unten. Jetzt lasst mich nicht hängen. Schnallst du's nicht, Gürteltill? Romeo benutzt dich nur. Ja, er will, dass du denkst, er wäre jetzt einer von den Guten. Dabei gehören die Sachen auf den Spielplatz. Ich weiß, du gehörst zu den Guten, aber Sachen für Romeo stehlen? Ich und stehlen? Was? Niemals! Du hast zu mir gesagt, dass wir die Spielplätze nehmen dürfen. Das stimmt, ja auch fast. Die Pyjama-Plagegeister sind nur neidisch, dass unser neues Hauptquartier viel cooler aussieht als ihres. Die wollen es verhindern, bevor wir angefangen haben. Aber das werde ich auf keinen Fall zulassen. Ihr habt einen großen Fehler gemacht, PJs. Donnerschlag! Von euch lasse ich mir das nicht kaputt machen. Jetzt habt ihr es geschafft. Ihr habt den Muskelprotz richtig wütend gemacht. Das wird bestimmt gut. Machen Sie es sich gemütlich und genießen Sie die Show, Meister. Glaubst du immer noch, er gehört zu den Guten? Ich weiß, dass es so ist. Wo ist er hin? Donnerschlag! Schaut mal, was ich in eurem Gleiter gefunden habe. Wollt ihr nicht lieber gestehen, PJs? Wie sind die da hingekommen? Jemand will uns was anhängen. Aha. Es ist wahr. Du musst uns glauben. Entschuldigt, Diebe. Aber als einziger Held in der Stadt muss ich hier für Gerechtigkeit sorgen. In Gürteltiermanier. Gürteltill, hör auf. Du richtest mehr Schaden an, als dass du Gutes tust. Ups. Das...
habe ich nicht gewollt. Aber ich höre nicht auf, bevor die Gerechtigkeit gesiegt hat. Ich locke ihn weg. Ihr versucht rauszufinden, wer uns reinlegen will. Super Katzentempo! Gürteltil, ich bin hier. Catboy, komm rauf! Super Katzensprung! PJ Robo, zeig uns die Überwachungsbilder vom Comicladen. Und zwar bevor wir dort waren. Gute Idee. Wenn wir Gürteltil zeigen können, dass jemand anderes eingebrochen ist, können wir beweisen, dass wir unschuldig sind. Nacht-Ninja, das müssen wir Gürteltil zeigen. Ihr könnt davonlaufen, aber ihr könnt euch nicht verstecken, PJ-Diebe. Na, immerhin ist es nicht schwer, ihn zu finden. Ihr seid bereit, euch zu stellen, ha? Huh? Wir stellen uns nicht für ein Verbrechen, das wir nicht begangen haben. Wir haben keine Wahl, wenn wir PJ Robo retten wollen. Die PJs bringen mich an mein Ziel. Das war echt ein Kinderspiel. Ha! Ich bin gut in diesen Rätseldingen. Können wir nicht einfach versuchen, die Höhle zu finden? Es sind überall Ninjalinos, Gecko. Selbst wenn wir in die Nähe von PJ Robo kommen, würden sie ihn woanders hinbringen. Wahrscheinlich. Da muss der Ring sein. Seid vorsichtig, Leute. Und wo sollen diese Fallen sein? Ich kann sie nirgendwo sehen. Super Katzenstreifen. Ich habe die Fallen gefunden. Mich werden sie aber nicht erwischen. Super Eulenflügel! Drachenzungenklatscher! Super Gecko Muskel! Ich weiß nicht, wo die Löcher hinführen und will es auch nicht herausfinden. Eulenflügel! Sind wir jetzt in Sicherheit? Richtig? Und das Portal soll angeblich hier sein, richtig? Wenn du so clever bist, dann öffne du es. Seht ihr auch, was ich sehe? Wow! Ha, dachtet ihr, ihr kommt zum Rätselberg? Träumt ruhig weiter. Ausschließlich dieser Ninja hier bekommt den Ring der Ninjalichkeit. Bis dann. Man sieht sich irgendwann. Wir müssen da rein und den Ring als Erste finden. Wenn er ihn ansteckt, ist er unverwundbar. Wie sollen wir da durch? Ich weiß nicht viel über magische Portale. Aber das hier sieht geschlossen aus. Ja! Super gemacht, PJ Robo. Gut, dass du da bist. Los, komm! Wow! Katzenohren! Folgen wir ihnen! Wartet! Wenn der Ring auf dem Gipfel ist,
fliege ich einfach hoch und hole ihn. Ein Kinderspiel. Plan B? Das war Plan B. Zurück zu Plan A. Folgen wir den Ninja. Ja, Roboter. Meine Schaufel. Oh, was soll ich jetzt tun? Damit habe ich nicht gerechnet. Denn es ist davon. Super, Alex-Griff. Ich versuche, ihn wieder zusammenzuziehen. Super Gecko-Muskel. Ich muss den Roboter am Buddeln hindern. Ich hab's. Eulenfedern. Oh nein, Meister wird nicht erfreut sein. Das sollte ihn aufhalten. Jetzt muss ich wieder an die Oberfläche. Hey, das Buddeln hat aufgehört. Was? Roboter, buddel augenblicklich weiter. Entschuldigen Sie, Meister, ich kann nicht. Nein, wir waren so nah dran. Gemacht, Eulette. Wo ist Luna Girl? Oh nein! Wir müssen sie aufhalten! Sofort auf! Ihr könnt das nicht verstehen. Das Buddeln habt ihr vielleicht gestoppt, aber ich kann den Riss heilen. Und um das zu tun... Ja, ja, brauchst du den Kristall. Dazu wird es nicht kommen. Wir schaffen das. Leute, tut etwas! Oh, hallo, ihr Helden. Kurze Info, ich habe Eulets Kraftfeld unterbrochen. Der Roboter sollte jeden Augenblick einen Kristall finden. Bis dann! Ihr sagt ständig, ihr würdet es schaffen. Aber Romeo wird gleich den Mond zerstören. Also? Sie hat leider recht. Wir können das nicht allein verhindern. Was sagst du dazu? Ich kann ihn nicht länger halten! Wir Schurken haben unsere Mittel, um so manches zu erfahren. Roboter, ergreif sie! Wen soll ich als Ersten besiegen, Meister? Oh, die Wahl fällt mir wirklich schwer. Ich will doch mal sehen, was diese tollen neuen Kräfte können. Angriff! Macht euch auf meine Roboterklauen gefasst! Wird nicht nötig sein! Da! Gefallen dir meine neuen Kräfte, Romeo? Die sind nichts verglichen mit meinen hier! Aufhören! Das gibt's! Mach dich bereit für die Gecko-Schilde der Gerechtigkeit. Ah! Ah! Hilfe! Nächstes Mal kriege ich euch, PJMS! Autsch! Was soll ich sagen? Also, meine Streifen sind klasse. Tja, das waren meine Federn. Nee, als er meine Gecko-Schilde nur gesehen hat, ist er geflohen. Los jetzt! Behalten wir diesen Schurken im Auge. Autsch! Meister, haben Sie gesehen, was diese neuen Kräfte so können? Oh ja, sonnenklar. Oh, ich meine, klar wie der Mond. Jetzt ist es Zeit für den Rest meines Plans. Ups. Wird das wirklich Ihre mächtigste Erfindung aller Zeiten, Meister? Ja, mein Metallfreund. Und sie ist nur für dich. Oh, supi. Romeo ist zurück. Was hat er jetzt vor? Ha! PJ Masks! Ihr seid da, wo ich euch haben will. Macht euch bereit, besiegt zu werden. Und ich mache mich bereit für die Weltherrschaft. Nur in deinen Träumen. Wir haben jetzt neue Kräfte. Schon vergessen? Und mein Roboter hat den Einer-für-alles-Kraftgürtel. Oh, Meister, er ist wundervoll. Soll ich ihn in flotter Schieflage tragen? Zeig ihn einfach, was er kann. Und los! Aber du hast keine Chance gegen meine Gecko-Schilde. Die Gaganda Gecko! Gecko! Hey, wie wär's mit den Mülltonnen? Ja! Ja! Die sind vielleicht gefährlich, aber ein bisschen Spaß muss schon sein. Fertig? Aufgepasst! Bumm! Direkt in die Tonne! Super Katzentempo!
schnell. Was? Ich bin zu schnell? Da habt ihr wohl recht. Pass auf. Bam! Gecko! Und? Petboy, stopp! Ihn hat's erwischt! Oh nein, Eulette, pass auf! Nein! Das darf doch nicht wahr sein! Gecko, Eulette, ich weiß, ihr seid da drin! Oh oh! Scheint, als hättest du deine beiden PJ-Freunde vermundrauscht! Also, das ist echt schade. Damit kommst du nicht durch, Luna Girl. Ich glaube, dafür ist es zu spät. Keine Sorge, Freunde. Ich bring das in Ordnung. Also gut, meine treuen Untertanen. Schnappt ihn euch. Du bist der nächste Catboy! Roboter? Dank meiner Genialität sind sie extra lecker geworden. Aber es gibt eine winzig kleine Nebenwirkung. Naja, gigantisch trifft's eher. Sag, was du vorhast, Romeo. Ich verfüttere meine großen Häppchen, bereits patentiert, an alle Tiere der Stadt. Dann habe ich meine eigene gigantische Haustierarmee und übernehme die Weltherrschaft. Damit wirst du nicht durchkommen. Ach, das sagt ihr doch jedes Mal. Passt mal auf. Mach Sitz, Eidechsensaurus! Meister, euer Labor? Oh, sag jetzt nicht, dass ich sie im Labor vergessen hab. Ah, da sind sie ja. Schrumpfleckerli. Oh, hey, Leine, wollen wir spielen? Vergiss es, Eidechsenfuß. Jetzt ist er wieder der gruselige Saurier. Eulette, hol die Schrumpfleckerlis. Wir halten das Monster auf. Los, komm, Gecko. Super, Katze. Halt! Er ist doch kein Monster. Er ist Leine, mein Freund. Jetzt nicht mehr. Sieh dir nur die fiesen Beißer an. Ich rede mit ihm. Ich krieg das wieder hin. Wo ist mein Leine, Weine, Wu? Seht ihr? Er erkennt mich. Oder er zerstört einfach nur gern Sachen. Oh. Nein, er will nur Stöckchen spielen. Eulette, pass auf! Super Eulenflügel! Super Gecko-Muskeln! Gut gefangen. Okay, super Katzentempo. Ich hab ihn! Super Gecko-Muskeln! Ihr Pyjama-Möchtegern-Helden wisst doch noch gar nicht, was ich damit vorhabe. Doch zuerst spielen wir eine kleine Partie. Fang mich doch. Ich kletter ein Gebäude hoch und fang ihn. Ich puste ihn mit meinem Eulenflügelwind zu dir. Catboy, eil zur Rettung. Mit Superkatzentempo kann nichts schiefgehen. Oh, Nette Landung, Flitzekatze. Ach, hier bist du. Was ist nur los mit mir? Wie kann es sein, dass ich auf einmal auf einem Baum sitze? Entspann dich einfach. Aber ich muss Ihnen zeigen, dass ich meine Schnurrhaare verdient habe. Ich hab das schnellste Springschurkenteam aller Zeiten. Schluss mit den Spielchen, Nacht-Ninja. Aber das ist mein Ernst. Meine Ninjalinos sind nicht nur gute Springer. Sie sind springende Diebe. Sie stehlen, was ich will. Sportgeräte, um meine Ninjalinos stärker zu machen. Farbe und Pinsel, damit sie wunderschöne Bilder von mir malen können. Du hast gesagt, es wäre was Ernstes.
und Meister Fang Comics. Jedes einzelne Exemplar. Los, holt sie euch. Ihr Pyjama-Plagegeister werdet sie nie fangen. Ich bring sie vom Kurs ab mit meinem Eulenflügelwind. Und ich trage diese Riesen-Flummi-Flatsch mit meinen Super-Gecko-Muskeln weg. Ja! Yeah! Super-Gecko-Muskeln! Eulenflügelwind! Yep, Catboy als Sonnetum. Wir aus dem Nichts gekommen. Heute im Angebot Klebeklatscher Klebenachtisch. Ich mochte den Nachtisch von denen. Neuer Ball, los zur Sporthalle. Was machen wir jetzt? Du bist unsere Starspielerin, Eulette, und außer Gefecht. Die waren so schnell und ich steckte fest. Los, zur Sporthalle! Aber deine Füße stecken fest. Wer braucht schon Füße? Team PJ, hier ist euer Star-Torwart. Noch immer im Spiel. Es sind zu viele Ninjalinos. Und nach Ninja hat irgendwas vor. Sieh nur. Finde raus, was. Ich helfe Eulette. Eidechsenfuß. Schön, dass du mir Gesellschaft leistest. Ja! Jetzt bringen wir mal etwas Schwung in die Partie. Hey, komm zurück. Boah. Von hier oben kann er alles überblicken. Wie viele Spieler haben die? Keine Sorge, ich mach das. Tut mir leid, Jungs. An mir kommt ihr nicht vorbei. Wir müssen nicht an dir vorbei, sondern nur durch das Tor. Bereit, Ninjalinos? Lasst uns alles verklebeklatschern. Gecko! Schnell, sonst entkommt er. Höchste Zeit, ein Held zu sein. Catboy? Vergesst es. Es ist zu spät. Und außerdem, welcher Held hat schon ein Kuscheltier? Um ehrlich zu sein, ich hab eins. Sein Name ist Lionel Junior. Ich auch. Meins heißt Lady Käuzchenruf. Oder so hieß sie, bis Romeo sie geholt hat. Was? Er hat auch eure Kuscheltiere? Ich wollte nichts sagen, weil sonst sicher alle denken, ich bin ein Baby. Ja, ich auch. Oh Mann, seht uns an. Hätten wir uns nicht so viele Gedanken gemacht, wie peinlich wir sind, dann wären unsere Kuscheltiere noch hier. Was machen wir jetzt? Wir holen sie zurück. Du hast recht. Höchste Zeit, ein Held zu sein. Romeo. Komm schon, geh nach Hause, Catboy. Oder ich erzähle allen von dir und deinem geliebten Kuscheltier, Mr. Miau. Von mir aus? Aber tust du ihm was an? Kriegst du es mit mir zu tun? Und mit mir! Ha! Und mir! Ach ja! Wir danken dir für unser Kuscheltier. Halte sie auf, Roboter! Erster Hinweis. In Wasser und Luft sie leuchtet und sprießt, den Stiel ihrer Blüte du niemals siehst. Noch so ein schweres Rätsel. Also etwas, das Wasser und Luft zum Blühen braucht.
Ja, eine Blume. Vielleicht muss man nach oben, um sie zu finden. Mal sehen. Oh, eine Lotusblüte, die leuchtet. Ja, wuhu. Cooler Move. Danke. Das nenne ich meinen Superschwung. Ziemlich cool, hm? Das macht Spaß. Wie ist der nächste Hinweis? Sieht aus wie eine Ninja-Schatzkarte. Und der Ninja-Stern markiert den Ort. Wir sollten ihn finden, bevor die Ninjalinos die Stadt ruinieren. Meine Flügel sind dafür spitzenmäßig geeignet. Oder sollte ich sagen, flügelmäßig. Wer hat hier die Eulenkraft? Ich! Da ist er, der Ninja-Stern. Okay, Jungs, geht die Hauptstraße runter und dann links. Mann, ist der listig. Ihr habt also das erste Rätsel gelöst. Anfängerglück. Ihr werdet niemals gewinnen. Ach, wenn meine Ninjalinos doch nur Flügel hätten. Bei den Ninjalinos sieht es gar nicht so aus, als wollten sie die Rätsel lösen. Ja, sie folgen uns einfach nur. Weil sie schummeln müssen, um uns zu besiegen. Kommt schon. Bist du sicher, dass er hier ist? Absolut sicher. Super Katzentempo. Da drin ist nichts. Vielleicht ist er darunter. Wir waren zuerst hier. Super Katzentempo. Super Gecko-Muskel. Oh. Ja. Eulette, nimmst du mich mit? Na, Logo! Setz mich genau auf der Abrisskugel ab. Vorsicht! Oh. Okay! Okay! Wow, tolle Idee! Während du die hier aufhältst, helfe ich so lange Gecko. Er hält die Kugel auf, Meister. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. So, Riesenflipperkugel, jetzt bekommst du es mit mir zu tun. Los, kämpfen wir. Super Gecko-Muskeln. Wohl eher Super Eidechsengriff. Wow, Gecko! Okay, Gecko? Aha. Mir ist nur ein wenig schwindelig. Vielleicht lagen wir falsch damit, dass wir gegen alles gewappnet sind. Puh, die erste Kugel hätten wir. Catboy, pass auf! Netter Versuch, PJ Masks, aber seht euch das an! Aufs Hauptquartier zu. Oh, sagtet ihr nicht, ihr werdet gegen alles gewappnet? Eine Kugel war eine Herausforderung. Gecko, was tust du da? Wo ist der kleine Roboter? Jetzt hat er Spezial-PJ-Farben. Er liebt es, hier zu sein. Er hat den Hauptrechner benutzt, hat sich die Fahrzeuge angesehen, das Hauptquartier erkundet. Das Hauptquartier erkundet? Was, wenn Romeo ihn wieder kontrollieren kann? Nee, wir haben die Robotersteuerung. Er hat eine neue gebaut. Und sie ist riesig. Aber er will in unserem Team sein. Ist das Teil eingeschaltet, hat er keinen eigenen Willen mehr. Und wird alles tun, was Romeo sagt. Und der lässt ihn das Hauptquartier zerstören. Das Hauptquartier zerstören? Wenn wir ihn behalten wollen, müssen wir die Steuerung kaputt machen. Sollte Romeo doch die Kontrolle über ihn gewinnen, könnten wir versuchen, ihn damit zurückzuholen. Eine Steuerung gegen eine andere? Ja, besser als nichts. Los, komm! Okay, aber... Ich weiß, der Katzen.
Katzenflitzer ist cool. Es wäre sicher gut, wenn PJ Robo zu unserem Team gehören würde. Glaubst du wirklich, Romeo könnte ihn übernehmen? Ich hoffe nicht. Wir müssen sicherstellen, dass PJ Robo auf unserer Seite ist. Gackernder Gecko, die ist riesig. Bleib hier, Kleiner. Also gut, Catboy, du setzt dein Katzentempo ein und... Oh nein, sie ist fertig. Sie wird... Die Kontrolle übernehmen. Nee, das ist nur ein gewöhnlicher Kraftfeldwerfer. Aber wir haben nicht sagen hören, es wäre... Eine Super-Robotersteuerung. Teil meines Plans. Genauso wie auch mein Minibot. So ein niedlicher, süßer Robo. Ich wusste, ihr würdet ihn behalten wollen. Also habe ich eine Steuerungsattrappe gebaut und darauf gewartet, dass ihr in die Falle tappt.